So, hallo ihr Lieben. Seit längerer Zeit mal wieder ein Video. Diesmal ein bisschen grieslicher vom Bildverlauf her, weil ich am PC sitze und einfach technisch im Moment nicht möglich ist, dass ich, sag mal, schönere Videos aufnehme, aber das kommt wieder. Ich möchte heute einfach mal ein bisschen so im Allgemeinen über das Kräutersammeln sprechen, weil wir haben ja jetzt dann schon fast Ende der Erntezeit. Bei uns hat es jetzt zum Beispiel schon geschneit, zwar auf 1200 Metern, trotzdem ist es sehr kalt dann auch bei uns hier unten, hat dann auch nur 4 Grad und so. Und wenn es regnet, dann ist es halt richtig kalt und dann magst halt dann beim Regen sowieso nicht, dass man erntet. Und ich habe noch ein bisschen was im Garten, das im Kräutergarten, ja, das noch rein möchte. Und so grundsätzlich eigentlich, das Sammeln ist ja, egal jetzt, ob bei Kräutern oder bei anderen Dingen, ist das Sammeln von alter Tradition oder von was heißt Tradition? Es ist, hat mit Versorgen zu tun, hat mit dem zu tun, dass der Mensch sich nährt, damit er sich was Gutes tut, auch heilt. Und das macht er schon seit Urzeiten. Der Mensch erkundet, erforscht und ist intuitiv. Und dass man ja dann natürlich auch Dinge sammelt, um es erforschen zu können, um es Erfahrung sammeln zu können, wie es schmeckt, wie es wirkt, wie es gesammelt wird und wann und wo es gesammelt wird, das ist seit Urzeiten so. Das macht der Mensch, seit er auf der Welt ist. Und es hat auch hier, ich sag mal, mit dem Rhythmus der Natur ganz entscheidend zu tun. Denn wir können bestimmte Dinge nur in bestimmten Zeiten ernten. So dachten wir. Wir sind aber inzwischen so weit, und dass auch die Wissenschaft das auch belegen kann zum Teil, und auch unsere Kräuterfrauen oder wir Kräuterfrauen, wir wissen, wann was zu sammeln ist und dass es auch an bestimmten Zeiten auch man alles sammeln kann. Jetzt ist es so, dass, wie soll ich sagen, wenn ich sammeln gehe, das ist ein Ruf. Ich gehe schon auch sammeln und ernten, wenn es Zeit ist, weil manche Dinge kann man einfach nicht sammeln, wenn es nicht Zeit ist. Ja? Ein grüner Apfel kann man zwar sammeln, aber er wird halt nicht schmecken. Man kann ihn eigentlich fast nicht verwenden, weil er einfach nicht gut ist. Reif ist er eben erst zu einer bestimmten Zeit. Bestimmte Sorten, bestimmte Zeit, dann erntet man die, dann kann man die essen oder anders irgendwie verarbeiten. Jetzt ist es bei Kräutern so, es gibt Ganzjahreskräuter, es gibt Ganzjahrespflanzen. Ich möchte jetzt nicht das nur auf Kräuter beschränken, sondern auf alle Pflanzen. Und da gehören auch Bäume dazu. Ja, da gehören zum Beispiel immer grüne Pflanzen dazu, auch im Winter, die grün sind, gehören da dazu. Und auch im Winter kann man sammeln gehen, aber wirklich sehr achtsam und sehr, man sollte schon wissen, was man im Winter sammelt. Das ist schon sehr wichtig, denn wie bei uns hier im Bayerischen Wald, ist es schon so, dass du im Winter, so wie es zu alten Zeiten war, und ich denke, es kommt auch wieder, dass wir richtig Winter haben. Es ist alles zu, es ist alles zugeschneit. Früher war es so, dass wir 2-3 Meter Schnee hatten, ja, und du konntest nirgendwo hingehen. Und da ist halt schwierig dann einfach auch zu sammeln, ja, also, weil dann kommst du nicht in den Boden rein oder die Bäume sind auch dann sehr verschneit, und deswegen ist es auch bei uns hier im Bayerischen Wald auch schon wichtig auch immer gewesen, zum Erntedank alles geerntet zu haben, was man braucht. Und dann
gibt es auch eben diese 6 Wochen Ferien, weil es vom August bis Ende September schon gleich, ja, also da ist einfach Erntezeit angesagt, da muss man raus und machen und tun und da muss man halt einfach. Und es gibt aber auch jetzt zu diesen, ja, Klimaverschiebungen ist es halt einfach auch so, dass man auch inzwischen ja, Sachen auch im Winter sammeln kann oder sagen wir, zur Winterzeit sammeln kann, weil es noch keinen Schnee hat. Was für mich im Winter oder überhaupt so ganz wichtig ist, sind einfach wirklich so unsere Bäume. Ja? Die Fichte, die Tanne, auch die Kiefern, die sind einfach Heilpflanzen für mich. Die sind Heilpflanzen, das sind heilige Bäume auch. Ja. Das Heil hat schon auch seinen Hintergrund. Und es sind Heilpflanzen deshalb, weil man kann ganz viel damit machen. Zum Beispiel im Frühjahr. Erstens geht es da schon mal los, diese Fichtenspitzen, diese Tannenspitzen, die kann man sammeln und einen Honig draus machen. Also man nennt es Honig-Fichtenspitzen-Honig, weil den kocht man ein in Zucker, dass es so zäh ist wie Honig. Ja. Also es hat dann diese Konsistenz des Honigs, so wird er eingekocht. Das sind teilweise, wenn er gut sein soll, sind es lange Prozeduren, ja, den kocht man lange ein und da stehen teilweise die Leute schon, wenn du den richtig einkochst, 2 Tage. Ja. Und dann gibt es die Kräuter, die man eben auch im Frühjahr sammelt, beziehungsweise dann gibt es eben auch Bäume, Pflanzen, wo man die Knospen sammelt. Die Knospen zu sammeln sind so kurz bevor sie aufgehen, bevor sie ihre Hülle öffnen, sind sie unglaublich wertvoll. Deshalb auch nicht immer alles sammeln, ja? Also nur für den Eigengebrauch sammeln. Ja, ihr braucht es nicht verkaufen und nichts. Macht es für euch. Das ist das Allerwichtigste. Macht die Sachen nur für euch in erster Linie, für eure Familie. Denn darum geht's. Ja. Die Natur mit ihrem Rhythmus, das zu ernten und zu nehmen, was man braucht und nicht mehr. Die Knospen, dass wir auf die zurückkommen, die Knospen enthalten da alles, was sie brauchen. Ja, die sind kurz vorm Platzen, damit sie alles, was der Baum hergibt, in oder die Pflanze hergibt, in diese Knospe hineingibt, damit die dann aufgehen kann und ihre volle Stärke enthält. Also alles, was man auch braucht für den Frühjahr, für diesen frischen Kick, ja, für diesen Frühjahrskick, steckt in den Knospen drinnen. Blütenknospen. Fruchtknospen oder hauptsächlich Blätterknospen auch, kurz nach dem Winter, die kann man alle verwenden. Die kann man einlegen, die kann man ansetzen im Alkohol, die kann man im Zucker ansetzen als Oxymel. Oxymel wird nicht nur im Zucker, also Oxymel ist Essig und Honig. Was kann man noch damit machen? Man kann sie trocknen. Man kann sie als Tee verwenden, ganz wichtig, ganz frisch verwendet als Teeaufguss. Ganz, ganz gut, ja, weil da hat man auch nochmal alles drin und ganz frisch. Und was gibt es noch zu sagen? Ja, dann hat man diese frischen grünen Blätter. Kennen Sie das so? Diese Birkenblätter, wenn sie dann aufgegangen sind und so dieses helle Grün, dieses frische helle Grün. Sammelt es auch für euch. Einen kleinen Teil, also wie gesagt, immer nur für den Eigengebrauch. Sammelt diese frischen Blätter. Sammelt die, trocknet und gibt es in eine kleine Dose hinein oder wo es auch immer verstauen könnt. Und die auch als Tee zu trinken. Und da ist es gleich jetzt welche, ja, das kann ich, das werde ich wieder extra rausgeben. Das ist jetzt nicht so explizit, sondern jetzt geht es hauptsächlich um das Sammeln. Und was man damit ein bisschen auch machen kann. Wie gesagt, dieses frische Grün der Blätter, da sind sie noch weich, da sind sie noch nicht so starr und fest. Und auch Buchenblätter kann man da sammeln. Buchenblätter, Haselblätter, ja, von der Haselnuss, die Blätter, vom Haselstrauch, die ganz frischen grünen Blätter. Auch die Samenknospen, ja.
wie zum Beispiel eben von der Hasel. Ja, da hängen dann so diese kleinen Würstchen dran. Kurz bevor die aufgehen, sammeln sie es. Auch nicht alle, weil der Baum braucht die ja zum Befruchten. Da gibt es diese weiblichen und da gibt es die männlichen Anteile am Baum. Und die brauchen sich gegenseitig natürlich, damit sie sich befruchten, damit eine Frucht oder in diesem Fall eine Haselnuss entstehen kann. Und das ist ganz wichtig. Was gibt es noch zu sagen? Aus meiner Sicht, ja, also wie ich das mache und wie ich das sammle. Erstens gehe ich auch, und das ist für mich persönlich auch ganz wichtig, und ich finde auch, es ist überhaupt wichtig beim Sammeln, immer mit Hingabe zu sammeln, also ja, mit Liebe, mit Hingabe zu allem. Da steckt das Wort schon drinnen, dieses sich hingeben oder einer Gabe, sich ja, hinzuwenden, einer Gabe der Pflanzen. Und es ist auch so, dass ich nicht immer alles sammle. Ja? Aber es gibt schon auch mal, dass ich eine Jahressammlung mache. Das heißt, es fängt dann kurz nachdem der Winter vorbei ist, fängt es bei mir schon an, dass ich zuerst einmal die Knospen sammle. Die Knospen sammeln, ja, dann die Blätter sammeln und über den Sommer dann auch nochmal, je nachdem, was dran ist, Früchte, Blüten zu sammeln, wieder die Blätter vom Sommer zu sammeln, dann im Herbst die Früchte zu sammeln und wieder die Blätter vom Herbst zu sammeln. Und dann geht es schon kurz bevor der Winter kommt, auch mal in die Wurzeln hinein. Ja? Der Baum zieht alles zurück und in die Wurzeln, speichert es in den Wurzeln und da auch mal eine Wurzel auszugraben. Ganz wichtig, ganz entscheidend, denn da ist jetzt auch wieder alles vorhanden. Also auch kann man im Winter, wenn es nicht zu viel Schnee hat, schon rausgehen und wenn der Boden nicht zu sehr gefroren ist, auch mal eine Löwenzahnwurzel auszugraben. Oder vom Baum, ja, wenn ein Baum umgefallen ist, frisch vielleicht umgefallen ist, seid da vorsichtig, das habe ich schon in einem anderen Video gesagt. Entwurzelte Bäume können gefährlich werden, auch nicht drum rumkraxeln, ja, und sehr achtsam auch immer sammeln. Es geht wirklich um diese Achtsamkeit. Es geht nicht darum, hin und das muss ich haben. Nein, das ist ja Mutter Natur, ist ja auch nicht so. Ja. Ich gehe ja auch nicht zu dir hin und nehme dir das einfach weg, weil ich es haben will. Sondern ich gehe hin mit Achtsamkeit und frage, darf ich das haben? Kann ich das haben? Und die Mutter Natur, die zeigt dir dann schon, wie du das sammeln darfst. Weil mit Gewalt bekommst du eine Wurzel nicht. Zum Beispiel, ja, ich gehe jetzt auch mal wieder zurück auf den Baum, einen Ast zu sammeln von der Tanne oder von der Fichte. Das ist nicht einfach hingehen und absammeln. Nein. Denn das, wie du sammelst, das geht auch hinein in deine Produkte, die du verarbeitest. Ja, das heißt, der Baum schenkt dir das dann schon liebevoll, so wie du ihm begegnest, begegnet er dir. Und schenkt dir dann halt die Dinge, die wirklich gut für dich sind. Weil dann hast du in einem Fichtenspitzenhonig halt auch die Liebe vom Baum drin, die Liebe von dir, vom Sammeln, diese Achtsamkeit und den Respekt vor der Natur. Und es gehört in jeden Kindergarten, das gehört in jede Schule, die Achtsamkeit mit unserer Natur, die Achtsamkeit, wie man jemandem begegnet. Gerade da im menschlichen Zusammensein ist es genauso wichtig, diese Achtsamkeit und diesen Respekt vor dem anderen zu zeigen, auch mal zu kommunizieren. Und genauso ist es in der Natur. Kommuniziert es einfach, ja? Kommuniziert es der Pflanze, dem Baum, was auch immer, auch dem Pilz. Ja? Wenn ihr den Pilz sammeln geht, geht nicht hin und schneidet einfach ab und schaut nach und schneidet es zurück und schmeißt es dann wieder in den Wald rein. Nein, geht's halt hin, fasst es unten mal ein bisschen den Stiel an. Also ich bin keine Pilzsammlerin. Ich habe heuer ausnahmsweise Pilze gesammelt, weil sie wirklich, sie sind vor die Füße, sind es mir gelaufen, könnte man sagen. Und ich bin nicht hergegangen, habe sie einfach abgerissen. Nein, ich habe schon gefragt, willst du mit?
Das geht ganz schnell. Ich stehe da nicht stundenlang und frage den Pilz. Das geht rucki zucki. Das ist kein Gespräch wie zwischen Menschen. So findet es nicht statt. Diese Gespräche finden auf Herzebene statt. Und ich gehe hin und ich fasse den an und dann spüre ich, ja, darf ich nicht? Willst du mit? Willst du nicht mit? Bist du noch für mich gut? Ja? Oder darfst du im Wald bleiben und bist für die Tiere oder dem Rest der Erde wieder zurückzuführen? Es ist auch so, dass ich alle meine oder fast alle Produkte, die ich verarbeite und es bleibt ein Rest übrig, zurück an Mutter Natur gebe. Oder, und das zeige ich euch jetzt ganz speziell, so, das ist Rest von Äpfeln, von Springkrautblütenmarmelade mit Äpfeln. Das ist übrig geblieben. Das sind Springkrautsamen und von den Äpfeln ein bisschen was und die Blüten von, ja, sind zwar verkocht, aber hier, ihr seht, das ist wie Papier. Und was mache ich jetzt damit? Könnte man jetzt wegschmeißen oder bei Kauen und Essen kannst du das nicht, ja? Das ist eine Endlosgeschichte im Mund. Es wäre wie ein Kaugummi. Und das war jetzt gerade mein Hund. Es wäre wie ein Kaugummi. Das könnt ihr verwenden als Kaugummi. Ich mache ganz einfach hier mein Räucherstäbchen an. Und dann wird es hier draufgelegt. Und dann wird es verräuchert. Dann darf es nochmals den ganzen Geist, den es inne hat, diese Pflanze oder diese Pflanzen, weil in diesem Fall sind es ja mehrere, dürfen die komplett entweichen, also diese Geister der Pflanze. Und es ist was Besonderes, ja. Ich ehre somit auch diese Pflanze und vor allem Mutter Erde, weil sie mir was gegeben hat, das ich komplett für mich verwenden kann. Erstens einmal kann ich es aufnehmen, es geht ja schon los beim Pflücken. Also dieses Sammeln ist deswegen so wichtig auch, dass ich das noch fertig erzähle. Ich verwerte halt alles und es hat mit Respekt vor Mutter Natur zu tun. Und dass wir eben wieder zurück auf das Sammeln kommen. Dieses Sammeln hat schon einen heilenden Effekt. Du bist erstens in der Natur draußen. Du gehst in Kommunikation mit Mutter Erde, mit ihren Pflanzen, mit allem, was sie uns schenkt und gibt. Und dieses Sammeln, dieses Pflücken oder dieses Ernten, was auch immer, das hat mit so viel Respekt zu tun und dann schenkt die Heilwirkungen der einzelnen Pflanzen schon beim Sammeln übertragen die das über die Haut. Du atmest zum Beispiel das auch ein. Ich zeige euch das noch kurz. Ich durfte jetzt hier eine Thuje pflanzen, eine Thuje ernten, einen Ast ernten. Riecht wunderbar. Ganz eine tolle Pflanze. Ja. Und wie gehe ich die Ernten? Ich gehe definitiv wirklich ganz wenig mit Schere und Messer ernten. Ich habe es zwar immer dabei, aber wenn ich es nicht dabei habe, was mache ich dann? Dann gehe ich hin und fasse den Baum an. Ich gehe in Kontakt mit dem Baum. Der spürt mich sofort, der spürt mich schon, bevor ich komme. Denn die Wurzeln eines Baumes sind ja weit verstreut und sind vernetzt mit dem Boden, mit allem, was unter der Erde wächst und lebt und sich verbindet. Und dann gehe ich her und dann streife ich einfach mal einen Kurzer vorbei und lasse mich streicheln auch von dem Baum, ja. Und dann gehe ich in Kontakt, er spürt mich. Ich sage jetzt nicht, er riecht mich, aber ich rieche ihn. Und er lässt mich wissen, er ist da. Und er lässt mich wissen, hey, komm, fühl, frag und schau und nutze meine Kraft, sie dient dir. Und das ist, was wir heute auch unter ja, Zwischenmenschliche, das fehlt und genau das brauchen wir aber auch in der Natur wieder.
So behandeln wir gerade uns selbst, so behandeln wir unsere Natur. Ja? Und wenn ich aber in Kontakt gehe und sehr achtsam damit umgehe, mit diesen Dingen, mit dieser Ernte, mit diesen Pflanzen, dann bekomme ich ganz viel Heilwirkung. Und bei diesem Sammeln oder bei diesem Kontakt aufnehmen und Ernten bekomme ich schon die Kraft zu spüren. Dann bekomme ich den Duft, ja, der geht in mein System hinein, automatisch schon. Duftende Pflanzen, also die Duft ausströmen, und es macht unglaublich viel mit mir. Probiert es aus, geht es hinaus, geht es mit sehr viel Achtsamkeit hinaus. Anfänglich wird es einfach so sein, dass ihr länger braucht, ja, weil es eine neue Art ist, sammeln zu gehen. Wer das schon macht, ich weiß, ihr geht's, aber macht es mal sehr bewusst, geht's mal wirklich sehr bewusst raus. Nehmt euch eine Stunde Zeit für vielleicht nur einen Baum oder für zwei Bäume. Ja. Nehmt euch ein kleines Stückchen Erde, wo ihr euch, ich sag mal 30, 40 Quadratmeter, und erkundet die. Da braucht ihr wesentlich länger als eine Stunde, das könnt ihr mal glauben, denn ihr habt den Boden, ihr habt das, was in eurer Höhe ist, und ihr habt das, was ihr nach oben schauen könnt. Und es hat alles auch mit Achtsamkeit, Respekt und das Sammeln zu tun. Ja? Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hätte noch viel mehr zu erzählen. Das mache ich gerne in meinen Kursen, das mache ich gerne in meinen Seminaren. Hier jetzt wäre es viel zu lang. Und trotzdem wünsche ich euch viel Spaß. Ich wünsche euch ganz viel Freude am Sammeln und am Ernten und am Pflücken und vielleicht auch sogar gleich wieder das Aussäen, ja, das auch wieder zurückgeben, das komplette Verarbeiten mit allem, mit der Hingabe, mit Liebe, Respekt und der Achtsamkeit von Mutter Natur, denn sie respektiert uns auch, wenn wir sie respektieren und wenn wir ihr genauso viel Liebe zurückgeben, wie sie uns gibt. Eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen und bis bald. Eure Dani von der Sesselkräuterzauber. Tschüss.